Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit deinem Ergotopia-Team. Hier sind Nina und Olli. Und heute tauchen wir in ein Thema ein, das oft unterschätzt wird, aber dennoch einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg von Unternehmen hat. Das Betriebsklima. Ich freue mich schon sehr auf die Folge. Ich hoffe, ihr da draußen genauso. Also macht's euch gemütlich und los geht's. Hallo Olli, wie schön. Eine weitere Folge des Ergotopia-Podcasts steht an. Hallo Nina, ich freue mich und ich bin auch schon ganz gespannt auf das Thema der heutigen Folge, Betriebsklima, und zwar ein gesundes Betriebsklima. Super spannend und vor allem auch sehr wichtig, wie ich finde. Total wichtig, denn wie im Intro schon kurz gesagt, hat das Betriebsklima tatsächlich einen entscheidenden Einfluss auf den Erfolg von Unternehmen. Ein gutes Betriebsklima kann Unternehmen nämlich tatsächlich erfolgreicher machen. Außerdem hat eine im Jahr 2015 durchgeführte Umfrage zum Thema Joberwartungen ergeben, dass 58% der Befragten ein positives Betriebsklima als das wichtigste Kriterium für langanhaltende Jobzufriedenheit ansehen. An zweiter Stelle folgten dann mit 48% flexible Arbeitszeiten und an dritter Stelle standen die Aufstiegsmöglichkeiten mit 37%. Wie man sieht, ist ein positives Betriebsklima also wirklich sehr entscheidend bei der Mitarbeiterzufriedenheit. Super spannend. Aber lass uns mal vorne beginnen. Wie lässt sich eigentlich Betriebsklima definieren? Also, das Betriebsklima ist die persönliche Einschätzung, kann man so sagen, der allgemeinen Stimmung im Unternehmen. Mhm. Dabei spielt insbesondere der Umgang der Beschäftigten untereinander eine große Rolle. Aber auch die Unternehmensstrukturen haben einen Einfluss auf das Betriebsklima, da die Arbeitsbedingungen das Verhalten der Beschäftigten prägen können. Dabei gibt es allerdings einen Unterschied zwischen Arbeitsklima und Betriebsklima. Das Arbeitsklima ist eine Unterform des Betriebsklimas und beschreibt nur die von den einzelnen Personen empfundene Situation an ihrem Arbeitsplatz. Mhm. Wenn unterschiedliche Personen also im Betrieb bzw. im selben Betrieb ihr Arbeitsklima beschreiben, kann dies daher sehr unterschiedlich empfunden werden. Das Gute ist, da das Arbeitsklima einen Einfluss auf das Betriebsklima hat und maßgeblich durch den einzelnen Mitarbeiter geprägt ist, kann wirklich jeder im Unternehmen seinen Beitrag zu einem positiven Betriebsklima leisten. Okay, verstehe. Das heißt also, dass jeder Einzelne im Unternehmen dazu beitragen kann, das Betriebsklima positiv zu beeinflussen. Und wie genau funktioniert das dann? Also wie kann man denn überhaupt dafür sorgen, dass das Klima in einem Unternehmen gut ist und vor allem auch gut bleibt, also auch auf lange Sicht gesehen? Eine sehr gute Frage. Hier kann wirklich an vielen verschiedenen Punkten angesetzt werden. Ein kleines und wirklich leicht umzusetzendes Beispiel sind Meetings. Es sollten regelmäßige Meetings eingeplant und so eine gute Kommunikation gewährleistet werden. Wenn man in regelmäßigen Abständen miteinander spricht und sich austauscht, kann man Dinge ansprechen, die gut sind, aber auch Dinge, die nicht so gut laufen und frühzeitig nach Lösungen suchen, damit sich ein mögliches Problem erst gar nicht aufbauen kann. Außerdem ist es enorm hilfreich, Arbeitsziele zu definieren und auch hier wieder darüber zu sprechen. Die Reflexion darüber, was gut und was eben auch nicht so gut funktioniert hat, ist sinnvoll investierte Zeit und kann auch Auswirkungen auf das allgemeine Klima haben. Mhm. Ein letzter sehr praxisnaher Tipp, wir im Ergotopia-Team machen das schon sehr gut, wie ich finde, führt gemeinsame Rituale ein, beispielsweise gemeinsame Spaziergänge in der Mittagspause. Mhm. Oder ein kleines Tischtennis-Match vor Feierabend. Oder das Führen eines Dankbarkeitstagebuches, welches wir seit diesem Quartal tatsächlich im Content-Team pflegen. Ja, unser Dankbarkeitstagebuch ist ein sehr guter Erfolg bislang, finde ich ja auch. Ja, sehr interessante Tipps auf jeden Fall. Vor allem das mit den Ritualen hat mir sehr gut gefallen. Was mir da gerade noch aus unserem Unternehmen einfällt, sind die Good Vibes, die wir uns über das Office-Vibe-Portal gegenseitig zuschicken können. Für die, die das jetzt nicht kennen, das sind so nette Nachrichten, die man sich gegenseitig schicken kann, indem man dann schreiben kann, dass einem jemand anders im Unternehmen irgendwie positiv aufgefallen ist. Also das freut mich ja schon immer, wenn ich da eins bekomme und ich schicke da auch gerne mal eins raus, um jemandem den Tag zu versüßen. Du hast total recht, das Tool mag ich auch super gerne und freue mich jedes Mal, wenn da eine Good Vibes Benachrichtigung in mein E-Mail-Postfach flattert. Das ist immer richtig schön.
Wer jetzt noch mehr Tipps haben möchte, kann auch mal in die Shownotes schauen. Da verlinken wir euch einen Ergotopia-Blog-Artikel zum Thema Betriebsklima. In dem Artikel findet ihr neben den Tipps, die ich euch eben schon gegeben habe, 8 weitere Tipps, um die Stimmung im Büro zu verbessern. Genau, also da gerne mal reinschauen, lohnt sich auf jeden Fall. Jetzt haben wir ja schon ganz viel darüber erfahren, was ein gutes Betriebsklima ist und wie es einem gelingen kann, dieses zu verbessern und dann auch aufrechtzuerhalten. Aber was sind denn typische Anzeichen und vor allem auch Ursachen für ein schlechtes Betriebsklima? Also worauf sollte man da achten, um schnell reagieren zu können? Also erst einmal vorweg, eins steht fest, Montage können und dürfen mal nerven. Besonders, wenn der Gedanke an den Montagmorgen bereits den Sonntag vermiest. Und ja, sicherlich gibt es selbst im besten Job mal Tage, an denen die Arbeitsmotivation im Keller ist. Jedoch ist eine ständige Lustlosigkeit von dir und oder deinen Kollegen ein klares Zeichen für ein schlechtes Betriebsklima. Gründe und Ursachen können dabei vielfältig sein. Fehlende Anerkennung, fehlende Entscheidungsfreiheit sowie fehlende Strukturen, beispielsweise kaum Meetings oder unklare Unternehmensvisionen. Außerdem kann Konkurrenzkampf und mangelnder Teamgeist sowie mangelnder Informationsfluss eine Ursache für ein schlechtes Betriebsklima sein. Oft sind auch zu strenge Hierarchien, Lästereien, Gerüchte verbreiten und Mobbing der Grund. Unmotivierte Kollegen, Unzufriedenheit mit der Arbeitsplatzgestaltung können aber auch Grundlage eines schlechten Betriebsklimas sein. Okay, ja, spannend auf jeden Fall. Da sollte man dann reagieren, wenn einem sowas auffällt und sofort versuchen, dagegen anzugehen. Weil, haben wir ja am Anfang schon gelernt, ein schlechtes Betriebsklima kann negative Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg haben und eben auch umgekehrt. Je besser also das Betriebsklima, desto erfolgreicher das Unternehmen. Irgendwie logisch. Ja, total. Und die Auswirkungen von schlechtem Betriebsklima sind nicht zu unterschätzen. In einer Umfrage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales fühlten sich lediglich 14% der Personen mit schlechten Arbeitsbedingungen sehr gesund. Bei Personen mit guten Arbeitsbedingungen waren es dagegen 42%. Außerdem, und das ist mir aufgefallen, hatten 78% der Befragten mit schlechten Arbeitsbedingungen die Absicht, den Job zu kündigen. Viermal so häufig wie unter Beschäftigten mit guten Arbeitsbedingungen. Interessante Zahlen. Da lohnt es sich doch für jeden Chef und jede Chefin mal genauer hinzuschauen und etwas Zeit in ein gutes Betriebsklima zu investieren. Ganz genau. Ein angenehmes, kollegiales Betriebsklima hat nämlich auch einen bedeutungsvollen Einfluss auf die Psyche. Und davon profitiert nicht nur der Mitarbeiter, sondern das gesamte Unternehmen. Ich habe den Zuhörern, allen Arbeitnehmern und allen Chefs da draußen 5 Vorteile eines guten Betriebsklimas mitgebracht. Ganz vorne mit dabei Vorteil Nummer 1, stärkere Motivation. Ein angenehmes Betriebsklima steigert die Motivation. Dadurch sind Mitarbeiter eher daran interessiert, sich ständig zu verbessern und Unternehmensziele können leichter erreicht werden. Vorteil Nummer 2, höhere Zufriedenheit und Produktivität. Ein zufriedener Mitarbeiter ist nachweislich produktiver. Das hilft nicht nur dem Unternehmen, sondern kann vielleicht sogar zu einer Gehaltserhöhung oder Beförderung verhelfen. Vorteil Nummer 3, weniger Fehler. Durch bessere Absprachen und ein entspannteres Umfeld passieren weniger Fehler, wodurch Arbeitsabläufe effizienter werden. Großer und wirklich wichtiger Vorteil Nummer 4, gesünder arbeiten. Psychische Belastungen am Arbeitsplatz können krank machen und sogar zu einem Burnout führen. Wegen Krankheit auszufallen schadet nicht nur dem Mitarbeiter selbst, sondern kann dem Unternehmen auch starke finanzielle Einbußen verursachen. Und schließlich Vorteil Nummer 5 von einem positiven Betriebsklima, mehr Spaß bei der Arbeit. Und das ist doch das Wichtigste, oder? Was denkst du, Olli? Schließlich verbringen wir so viel wertvolle Lebenszeit auf der Arbeit, dass es auch Spaß machen sollte. Na, absolut, Nina. Also bei der ganzen Zeit, die man auf der Arbeit verbringt, will man die Zeit doch zumindest so schön wie möglich verbracht haben. Wer übrigens noch mehr Informationen zu den Vorteilen haben möchte, kann auch hier wieder einen Blick in die Shownotes werfen. Da verlinken wir euch immer alle Studien und Umfragen, die wir hier erwähnen. Ganz genau so ist es. Lass uns zum Ende dieser Folge festhalten. Ein positives Betriebsklima kann bereits mit kleinen Veränderungen gefördert werden. Und es ist wirklich nicht schwer, das Betriebsklima zu verbessern und zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre beizutragen. Das kann jeder von uns.
Davon profitieren dann nämlich nicht nur die Kollegen und das Unternehmen, sondern in erster Linie auch wir persönlich. Schließlich verbringt man einen großen Teil seines Lebens bei der Arbeit, weswegen man dort auch zufrieden sein sollte. Nina, das hast du mal wieder sehr schön zusammengefasst. Gut, dann war es das, glaube ich, wieder für diese Folge. Oder hast du noch was? Ich nicht, aber ihr vielleicht. Schreibt uns doch mal, wenn ihr noch Fragen oder Geschichten zum Thema Betriebsklima habt und erzählt uns, wie das Klima und die Atmosphäre bei euch auf der Arbeit so ist. Lasst auch gerne eine Bewertung da und abonniert unseren Podcast, damit ihr ab jetzt keine Folge mehr verpasst. Genau, dann nochmal danke an dich. Es hat wie immer auch dieses Mal sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich danke an euch da draußen, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Ich fand's auch wieder schön. Tschüss. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.